Das war gar nichts in Q3. In Q2 war es ja schon schlechter als in Q1, aber jetzt Startplatz 10. Uiuiuiui, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Mexiko. Genauer in Mexiko-Stadt. Alonso hat sich hier in Q3 nach vorne gescriptet. Und zwar so richtig. Sektor 1 gehört nach uns, 2 und 3 nicht mehr und auch die Rundenzeit nicht mehr. Gut, wenn Sie meinen. Ah. So, na dann. Teamziel. Auf jeden Fall besser als Platz 10. Hey, wie geht's dir? Ich habe ein paar Infos für dich zu den Zielen, auf die du achten solltest. Platz 8 durchaus zu schaffen. Der Nando und der Kevin. Dann will ich mal gar nicht lange fackeln. Ich will direkt loslegen. Ich muss schnellstens wieder gut machen, was ich da verbockt habe. Aber bestenfalls nichts überstürzen. Die Luft in Mexico City mag ja dünn sein, aber von der Stimmung kann man das nun beim besten Willen nicht behaupten. Die Menge singt und jubelt nicht nur jetzt am Nachmittag, sondern schon das ganze Wochenende lang. Sowohl die Liebe zur Formel 1 als auch die Erwartungen an dieses Rennen sind riesengroß. Hoffentlich kann der heutige Gran Premio in Mexiko diese auch erfüllen. Gran Premio hatten wir noch gar nicht. Mit 2285 Metern über dem Meeresspiegel stellt die dünne Luft des Autodromo Hermanos Rodriguez nicht nur für die Fahrer, sondern in erster Linie für die Motoren eine große Herausforderung dar. 17 Kurven sind in einer Runde zu bewältigen. Die Strecke ist insgesamt 4,1 Kilometer lang. Hohe Geschwindigkeiten über 354 km/h und das Überholen in den Bremszonen in den Kurven 1 und 4 sollten die Highlights sein. Während wir auf das heutige Rennen, das hoffentlich sehr unterhaltsam werden wird, warten, möchte ich dich mal kurz fragen, Stefan, was du in Sachen Strategie erwartest. Viel Reifenmanagement oder mehr Benzinmanagement? Naja, erwarten wir das nicht immer. Wenn ich ehrlich bin, werden diese Dinge heute die gleiche Rolle wie sonst spielen. Ich erwarte jedoch, dass die Fahrer früh für einen Undercut auf frische Reifen in die Boxengasse gehen. Wenn man vor dem Vordermann rein kann, einen guten Stopp hat und schnell rausfährt, können so vielleicht 1 bis 2 Sekunden gewonnen werden. Sollte jemand hinter einem anderen Auto feststecken, dann wäre das genau die richtige Strategie. Denk daran, der Weg bis Kurve 1 ist nicht sehr lang. Die Kurve bietet etwas Platz, aber geh keine Risiken ein. Kann sein, dass Gegner versuchen werden, dich innen zu überholen. Was? Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Nico Hülkenberg ist gestern ausgezeichnet gefahren und startet heute von der Pole. Und Fernando Alonso steht auf P2. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Perez, Button, Carlos Sainz Jr. und Rosberg. Gutierrez, Verstappen, Ericsson und ein Renault. Ricardo, Grosjean, Kevin Magnussen und Hamilton. Nasser, Quert, Pascal Wehrlein und Rio Hayanto. Vettel und Raikkonen. Valtteri Bottas und Felipe Massa vervollständigt die Startaufstellung. Die Lichter gehen bald aus, also schalten wir zur Strecke. Normalerweise fährt man hier mit dem Monaco-Abtrieb, also alles auf Maximum gestellt. Flügel richtig stark anstellen, weil die Luft hier oben so dünn ist. Aber im Spiel wurde das bisher nicht bedacht, ob man das bei F1 2017 bedenken wird. Egal. Ich muss nach vorne, auch mit einem relativ flachen Flügel. Oder gerade deswegen. Rennstrategie. Ja, mein Reifenmanagement war nicht so pralle, wie man das sonst eher gewohnt ist. Bin halt doch recht knackig gefahren, dafür eben konstant, aber nicht wirklich reifenschonend. Und was wird mir hier gesagt? Ich fahre mit meiner Strategie etwas langsamer, komme aber auf die gleiche hinaus. Rot, Gelb und dann Weiß. Dann fahren wir nach den Roten die Weißen. Das werde ich wieder anpeilen, also die Strategie bearbeiten. Ich überlege gerade die Gelben von 7 bis 19. Dann komme ich in Runde 25 rein, in Runde 25 und ziehe die Gelben auf. Ich werde einen Abschnitt hinzufügen müssen, weil, ja, wir kommen zu oft rein. Dann hier, ich habe ja gar keine Weißen mehr. Dann muss ich hier erstmal ändern.
Haben wir noch rote? Nee. Ah, wir haben ja zwei gelbe, von daher. Genau, dann gehe ich hier auf weiß. Dann bis Runde 25. Runde 25. Und dann auf den gelben durch. Also kommst du weg. .43. Wir werden mit den Reifen wieder... wie lange ist die Boxengasse? Wir werden auf jeden Fall gut im Verkehr rauskommen als Q3-Fahrer. Deswegen erst wieder die Weißen dann weg und dann die Schnelleren gegen Ende. Genau. Und Sprit gehe ich auf 34,7. Tankrunden, wohlgemerkt, Tankrunden. Genau. Dann bin ich bereit und ich wünsche euch beim Rennen, bei der hoffentlich Aufholjagd, bei der Jagd nach vorne viel Spaß. Achso? Wiederholen wir die Startprozedur, um wieder in Gang zu kommen. Ericsson vor uns. Okay, wie war das Ausfahren? Start etwas mehr Grip haben. Aber jetzt müssen wir die Reifen ordentlich aufwärmen. Vergiss nicht, auch die Bremsen aufzuwärmen. Jetzt noch nicht. Es wäre zu früh. In der virtuellen Formel 1. Rennstrategie. In sechs Runden. Bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Ich hätte mal versuchen sollen, genau den gleichen Text zu sagen, wie es Jeff nach mir sagen würde. Ich kenne die Funksprüche doch mittlerweile. Gegen wen fahre ich heute? Die Fahrer des Rennens sind Ricardo und Alonso. Wieder Danny Ricardo. Der ist ja auch hinter uns. Sehe ich gerade. Gelbe Nase hat ihn verraten. Die größte Lücke lasse ich gerade und Ericsson auf seinem Vordermann. Ansonsten sind alle recht nah beieinander. Ja, heute mal nicht von der 1 aus ins Rennen. Heute mal wieder mitten im Polk. Dann werde ich mich gleich mal ranhalten, Reifen temperieren. Jetzt erst nochmal die Bremsen. Hinterreifen. Die sind mehr als wohl temperiert. Mal gucken, im Qualifying hatte ich bei meinen noch Outlaps hatte ich immer einen recht weiten Bogen in der letzten Kurve drauf. Das war gar nicht mal so verkehrt. Mal gucken, ob ich das irgendwie für das Rennen adaptieren kann. Oh, wir fahren rückwärts. Nein, ich will nicht aus den Punkten raus. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Wann sind denn alle in Position? Wann sind wir da? So, ich brauche einen Windschatten. Ericsson schon mal hinten dran. Oh oh. Da bin ich ja außen vorbei, das wäre super. Oh, gelb. Kann ich nichts für. Hab nichts gemacht. Jetzt kommt das Safety Car und ich komme in die Runde rein, das wär's. Ich wüsste aber gerade gar nicht, welche Strategie ich fahren würde. Okay, überlegen. Jetzt schon reinkommen, eigentlich zu früh. Was mache ich denn jetzt? Ich habe zwei gelbe, aber mit zweimal gelb komme ich nicht durch. Ich fahre noch einmal weiß und dann sowieso gelb. So früh ein Safety Car ist doch nicht so toll. Ich habe ja mit einem irgendwie spekuliert, aber... Ich wüsste jetzt nicht, warum ich reinkommen sollte. Ich habe zwei gelbe, ich habe einen weißen Satz und ansonsten habe ich angefahrene rote. Bringt mir gar nichts weiter, darüber nachzudenken, was ich jetzt mache, wenn ich reinkomme. Denn ich komme nicht rein.
Ich hab zwei gelbe, einen weißen Satz und dann halt viele rote angefahrene. Bringt mir nix. Nee, ich bleib draußen. Dann spare ich jetzt viel Benzin. Dann kann ich später wieder was verbraten. Da kommt noch keiner rein. Das bietet sich halt auch nicht an. Und so doof ist die KI dann hier heute nicht. Ach Mensch. So, niedliches DS-Schild. Ist mir ja schon zuvor aufgefallen. Aber ich hab's, glaube ich, noch nie angesprochen. Was? Schrift, trägt dich wieder ein. Wie die Streckenkarte, wenn man aus der Box rausfällt, aus einer Garage. Gut, dann heißt jetzt maximal Reifen schon. Das Safety Car kommt frühestens in Runde 3 rein. Reifen schon, Benzin sparen. Dann rolle ich mal bis hinter. Ist jemand reingekommen? Jeff, weißt du da irgendwas? Wir können sie gleich sehen. Wenn jemand auf das Feld aufschließt von ganz weit hinten. Da ist der Letzte zu sehen. Kommt da jetzt jemand angebraust? Da kommt was. Ist das vielleicht der Quersteher, der das Safety Car verursacht hat? Ich weiß es nicht. Da sind halt die Startreifen. Wenn das Ding Runde 4 reinkommen sollte, könnte man sich noch überlegen, am Ende von Runde 3 reinzukommen. Wobei es wird so schon schwierig mit nur zwei Stops. Vor allem, wenn man im Zweikampf dann ist. Während des Rennens. Wie aktuell auf der 6, also gut nach vorne gemogelt. Hinten sogar schon 16% runter. Der Start ist schuld. Also ich sehe gerade niemanden in der Boxengasse. Wir sind immer noch Sechster. Update Session. Entschuldigung. Nicht im Rennen. Wetter bricht. Oh, mir fällt gerade ein. Ich habe die Wolken gar nicht beachtet. War da irgendwas mit Regen? Also es sollte ja gut bewölkt sein am Ende des Rennens mit leichtem Sonnenschein. Das war Stand freies Training, aber ich habe da überhaupt nicht drauf geachtet. Fällt mir gerade mal so auf. Rolli, rolli, roll, roll. Aber nicht die Position herschenken. Rosberg auf den gelben Reifen hinter uns. Ja, wer hätte jetzt reinkommen können? Q3-Fahrer kommen nicht rein, weil es einfach zu früh ist. Am ehesten die, die hinten sind und einfach die Weißen drauf haben. Die könnt ihr ganz einfach loswerden, aber die Weißen sollte man hier fahren und die muss man auch eine Zeit lang fahren, um hier mit so wenig Stops wie möglich durchzukommen. Weil so früh wie das Heftige rauskam, kommst du hier nicht mit Rot und dann zweimal Gelb durch. Safety Car kommt am Ende von Runde 4 rein. Wechsle ich jetzt vielleicht doch die Reifen? Mal schauen, was die Hinterreifen runter haben. Obwohl ich jetzt hinterm Safety Car herfahre. Ich gehe auf die Weißen. Ich mach's. Ich mach's. Man könnte sagen, was machst du denn gerade für einen Scheiß? Oder würde ich sagen, wenn ich da einen KI-Fahrer reinfahren sehe? Das Problem ist, ich muss jetzt wieder Anschluss finden. Ein Vorteil ist, warum nicht sofort reinkommen und die Weißen drauf ziehen. Na, ich habe jetzt gerade noch ein paar Runden gedreht, so 2-3% runtergehauen von den Reifen. Das habe ich mir jetzt gespart, mit in der letzten Safety-Car-Runde reinkommen. Mal gucken, ob das gut ist. Manchmal muss man halt was probieren. Und wer nicht probiert, der kann es auch nicht einschätzen, war das jetzt gut oder kacke. Ey, da lag ein Teil. Jetzt mein Reifen. Ey, der geht kaputt.
Ob es auch beim Spieler Reifenschäden gibt, einfach so? Bei F1 2017? Also Anschluss habe ich auf jeden Fall gefunden, dafür war ich weit vorne genug. Hab meinen 6. Platz hergeschenkt, habe jetzt die weißen Reifen drauf. Hätte ich normalerweise am Ende von Runde 7 draufgezogen, also 3 Runden früher. Naja, muss ich halt besonders Reifen sparen, aber ich habe mir jetzt einen Boxenstopp gespart. Ich glaube, das ja, ist mein jetziger Gedanke, dass das geht gut aus. Ich werde es aber erst am Ende sehen. Was habe ich so an Benzin gerade? Schön. Also die 0,45 plus. Meine Reifen sind sehr frisch. Ich habe die allerfrischesten Reifen von allen. Habe allerdings auch die langsamste Reifenmischung. Aber ich bin gespannt. Jetzt das ganze Feld vor mich. Bin der Einzige, der reingekommen ist. Button auch so weit hinten fällt mir gerade auf. War er beteiligt beim Start? Bin gerade zu weit weg. Ich dödel. Oh nee. Jetzt verschenke ich ja Sekunden. Da habe ich geschlafen. Oh Mann, das hatte ich doch schon mal. Wo war denn das? Ist so groß. Na, jetzt kann ich mich erstmal in Ruhe auf die Reifen einschießen mit den 2-3 Sekunden Vorlauf. Rückstand. Trotzdem wäre mir lieber gewesen, ich hätte mich jetzt sofort ranpirschen können. Naja. Ist nicht mehr, also das Beste aus der Lage machen. Gucken, ob ich in dieser Runde noch rankomme für eigentlich DRS, aber ich werde es sowieso nicht einsetzen. Oh weh, jetzt kommt das Safety Car wieder raus. Okay. Massa hat keinen Bock mehr. Da gab es wohl einen Aufhängungsbruch. Weh, das Safety Car kommt raus. Das wäre jetzt richtig übel. Aber es ist schon vorbei. Das wäre es gewesen, ey. Da hätte ich mich aber richtig geärgert. Weiße Reifen zu Beginn des Rennens mit dem schweren Wagen. Eieiei. Also im Windschatten bin ich noch lange nicht. Wobei ich jetzt wieder gut rankomme beim Heranbremsen. Erster Gang, was soll denn das? Das war ich. Bin immerhin näher dran als vor einer Runde. Hab ja über. Das ist ja schön. Beiden Ferrari auch noch ganz hinten dran. Hier halten sie sich auf. In dieser Runde werde ich dran sein zum Zeitverlieren. Bin ich jetzt schon fast. Okay, dann schalte ich auf Mager. Ich komme hier eh so schlecht vorbei. Vielleicht mit dem ganz ruhigen Heck auf Mager. Vielleicht. Jetzt verliere ich ja unnötigerweise Sprit, wenn ich hinter all den hier in den SS fahre. Ich werde eh am Stadion wieder aufholen, weil die sich da einfach stauen. Ja, wenn die alle Windschatten haben, wird es auch auf Startziel nichts, zumal ich ohne DS fahre. Ich werde sehen. Muss ich mir einfach so langsam eine Taktik entwickeln, wie ich hier ohne DS vorbeikomme. Ah, für Button bin ich zu weit weg. Noch fahren sie ohne DS, jetzt kommen die ersten rein. Ah, ich komme an Button vorbei. Komme ich jetzt auch an Bottas vorbei? Ne, nicht mit dem Heck. Mist. Schade. Ein Versuch war es doch wert.
Na, Bottas hat er nicht klein beigegeben. Auch voll in Ordnung. Davon hält einer die Ferrari auf. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 0,5 Sekunden. Hier würde ich viel knackiger reinbremsen, geht aber nicht, weil sie zu langsam sind, weil sich hier wieder alles staut. Zwar doch. Und bin ich in die Nase. Okay, den Bottas bekomme ich auch. Auch wenn der jetzt mit der S fahren wird. Der Windschatten ist stärker. Und der Schwung dazu auch noch. Wobei jetzt merke ich schon, dass ich ohne DS fahre und er mit. Aber jetzt bremse ich ja besser an. Ah, ich bin dennoch hinten, okay. Gibt nur eine DS-Zone. Also nur ein Messpunkt. Liegt noch ein Stück Masse, ja? Aktuell auf der 9. Bottas wird bald reinkommen. Wir sind schon in Runde 8. Länger, also spätestens Runde 10 kommt er rein. Der ist hinten, super. Da könnte ich wirklich einige Wallmanöver angehen. Mit einem guten Ausgang aus den S's, ja, durchaus. Kevin ist an die Box gefahren. Kevin ist jetzt an der Box. Und Bottas auch. Jetzt sind wir auf der 4. Auf der 4. Die Reifen spielen gut mit. Was die Abnutzung angeht. Jetzt habe ich mal wieder etwas freie Fahrt. Muss auf den gelb bereiften Wehrlein aufholen. Ich denke, das schaffe ich. Dann habe ich viel Sprit über. Jetzt werde ich dann auf den gelben Reifen auf jeden Fall verheizen und auch hier noch einiges. So gut es geht. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Einen Boxenstopp noch mit. Denke ich auch. Dein Boxenstopp-Fenster öffnet sich in 15 Runden. Runde 24. Wehrlein hat kein DS. Ich fahre jetzt wieder weiter außen. Wenn ich da mein Heck nicht verliere. Okay, du bist einem Vordermann um weniger als eine Sekunde auf den Fersen. Mach dich bereit. Persönliche Bestzeit. Nee, DS setze ich nicht ein. Ich komme wieder mit dem Windschatten. Sowas von gut ran. Ah, nicht die Nase anfahren. Ich muss es hier nicht riskieren. Gleich mal fett bleiben. Schnell in den Windschatten rein. Und auch einen Männer kann man hier ohne DS überholen. Deswegen fahre ich halt ohne DS. Das macht dann doch mehr Spaß. Auch schwer. Und schon sind wir auf der 3. Jetzt kein Safety Car. Ich bleib draußen. Zweimal gelb, wobei 24. Ich komm doch rein. Ich war zweimal gelb. Was für ein verrücktes Rennen.
Okay, ich fahre jetzt auf gelben Reifen und dann komme ich noch einmal rein und fahre wieder auf den gelben Reifen. Dafür habe ich ja zwei gelbe mitgenommen. Wir sparen jetzt wieder und jetzt sind es noch 26 Runden, heißt 13 Runden pro Reifensatz. Und das Ding bleibt jetzt erstmal draußen. Nur noch 20 im Rennen. Ja, teilweise musst du halt wirklich schnell schalten. Was machst du jetzt? Das macht das Safety Car durchaus toll. Insofern ist es toll, dass es das Safety Car gibt. Das Blöde ist halt, man weiß halt, weil man es einfach sieht, das Safety Car kommt meistens wegen Nichtigkeiten raus. Das ist das Blöde dran. Sollte man bestenfalls einfach ausklammern, um sich einfach das Spielerlebnis nicht zu versalzen, aber ist halt schwierig bei so einer offensichtlichen Kacke. Vor allem, wenn du kurz vor der Box bist. Das war jetzt schon relativ kurz vor der Box. Was machst du? Welche Strategie wirst du fahren? Was wäre gerade wirklich am besten? Dafür musst du halt auch wissen, wie lange halten die Reifen? Und ja, vielleicht noch das Wetter im Auge behalten. Regnen soll es halt nicht. Deswegen war es dann etwas einfacher jetzt noch, da kurz eine Entscheidung zu treffen. Aber jetzt wird es ziemlich undurchsichtig. Wer muss noch wie oft rein? Also, das lasse ich jetzt mal außen vor. Dafür sind andere zuständig. Jeff vielleicht, der das mir ansagt. Ich habe jetzt andere Sachen im Kopf. Ich werde einfach so schnell fahren, wie es nur irgendwie geht. Aber dennoch etwas auf die Reifen aufpassen. Das ist wieder in der Box. Soll ich zusehen, dass ich an ihm auch noch vorbeikomme? Ich schlafe ja gerne hier während des Safety Cars. Ja, der kommt hinter uns raus. Kann ich jetzt schon wieder anfangen zu rollen? Jetzt auf die Reifen aufpassen. Fahrer vor. Warum? Achso, falsche Taste, okay. Fahrer vor mir. Kevin ist vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Sie und wie oft noch? Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,41,6. Rennstrategie. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Und auf die Gelben, ne? 11 Runden heißt eine Runde 23 und dann fahren wir 14 Runden auf dem letzten Reifensatz mit dem leichtesten Auto. Genau, die gelben sind auch ausgewählt, so muss das. Überall noch 1%, das bleibt ja hoffentlich, wenn ich hier durch die Kurven schleiche. Wie viel Benzin ich über habe. Also da kann ich jetzt einiges verbraten. Ich werde am Ende der zweiten DS-Geraden werde ich umstellen auf Standard. Dann werde ich hier bei den S's wieder auf Fett schalten. Hier wieder auf Standard für den Ausgang auf die Gerade hinaus. Und dann halt wieder bis zum Ende der zweiten DS-Geraden auf Fett fahren. Damit werde ich noch viel zu viel überhaben, aber ja. Andernfalls, ich muss dennoch ein klein wenig auf die Reifen aufpassen. Wenn ich denn hier, ist jemand drin? Nee. Nicht hier zu einem großen Abstand zu Magnussen lassen. Wenn ich dann in den kleinen Kurven mit Fett rausbeschleunige, dann bringt es mir vielleicht noch eher die Reifen um, als mir lieb ist. Das muss nicht sein. Hätte ich gewusst, dass zwei Safety-Car-Phasen sind, hätte ich noch viel weniger Sprit mitgenommen. Mittlerweile dürfte ich überall 2% haben. Vielleicht irgendwo 3? Nee, vorne 1, hinten 2. Super. Safety Car könnte diese Runde reinkommen. Sollte sogar diese Runde reinkommen. Diesmal nicht den Neustart vergeigen. Ich schalte mal um hier. Ich spare zu viel Benzin. So viel kriege ich nie wieder raus. Hätte ich schon eher machen sollen, als ich es vorhin angesprochen habe. Hätte gar nicht erst während der Safety-Car-Phase umschalten sollen. Da
Safety Car kommt diese Runde rein. Kommt diese Runde rein. Na, ja. Ich hab viel zu viel Sprit. Jeff, mach was. Motorschaden. Den Magnussen bekomme ich auf der Geraden. Keiner in der Box? Na sowas. Hier ist aber eng. Bin zu weit weg zum Überholen. Auch zu weit weg zu, mal kurz daneben setzen. Oh, nicht so langsam sein. Hallo. Ey, die Führten fahren uns davon, wenn ihr so langsam rumfährt. Fahrt. Was ist denn da vorne los? Da ist jetzt eine riesen Lücke zu dem einen Vordermann. Ihr seht das gerade besser als ich, aber ich sehe auch das riesen Geflecht an Autos und davor eine gute Lücke. Magnussen ist auch voll dran, ja. Ist nicht seinem Tempo entsprechend. Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Na, krieg ich den noch? Ich merke schon, wie ich rankomme. Es wird zu spät sein. 3,64 mehr geht nicht. Er ist noch neben uns. Jetzt. Oh, Magnus kommt auch noch vorbei. Ja, wobei noch Harianto hinter uns. Aber gut, Position gewonnen. Wieder auf der 11. Ich lasse sie gerade bewusst auch etwas schleifen bei diesem Ausgang, weil den SS komme ich sowieso zu nah ran. Ich weiß, wo ich ansetzen kann, nach den SS. Da muss ich zwar dran sein, aber ich darf hier nicht zu nah dran sein. Da bin ich jetzt zu weit weg, aber ich habe es jetzt auf was anderes aus abgesehen. Ich schaffe es sogar auf den Geraden, wenn die DS haben, wenn ich nah genug dran bin. Deswegen muss ich es hier nicht unbedingt probieren. Hier Start und Zufall, da ist es etwas heikler als auf der Geraden. Ja, jetzt bin ich zu weit weg, zumal Ricardo DRS hat. DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Aber ich komme schon wieder näher. Was wird denn das? Tschüss. Schon auf der 7. Ah, kein Safety Car, ja? Ein paar Informationen zu Ricardo. Anscheinend ist das Problem gravierend. Er gibt auf. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 0,7 Sekunden. Es läuft doch irgendwie auch mit den zwei Safety Car Phasen, die erst gar nicht mal so toll waren. Wobei die erste eigentlich nur läuft ziemlich gut. Eigentlich wollte ich auch in den S umschalten, aber nicht, wenn ich so nah an jemanden dran bin. Naja, vielleicht in Zukunft. Schöne Lücke für Verstappen, da will ich hin. Jetzt muss ich auf jeden Fall recht nah dranbleiben.
Alle auf den gelben Reifen hier. Na, es ist zu weit weg. Er hat immerhin gar keinen Windschatten. Oh ja, ich komme deutlich ran, das wird. Ich mache gar kein Manöver mit knapp davor rüberziehen. Das ist nicht der erste echte Verstappen. So, die da vorne werden sich behaken. Dann kann ich die Lücke, glaube ich, recht schnell zufahren. Mit dem Rennverlauf bin ich bisher sehr zufrieden. Nee. Will ich gar nicht wissen. Ich fahre meine zweimal Gelb-Strategie durch. Ich muss Benzin verbraten. Ich bin viel zu schwer. Jetzt gehe ich mit DS ankommen. Das ist der erste DS-Fahrer hinter uns. Der richtig ernste. Hier lässt er gerade etwas schleifen. Jetzt macht er den Flügel auf, aber wird zu weit weg sein. Jo, ist zu weit weg. Da hilft auch nicht der Windschatten und DS. Ich 1,24,2. Nicht schön. Die armen Pneus. Es war zu viel Gas, okay. Ist nicht drin, gut. Hat mich zum Glück nicht viel gekostet. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2 Sekunden. Ein paar Informationen zu Ray können. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Der ehemalige Konkurrent. Rivale. Ich komme gar nicht so wirklich an die da vorne ran, hä? Meine persönliche Bestzeit, 14 hinter Bottas. Verstappen ist drin, oder? Weil so weit hinter uns. Nee, ach so, hab ihn gar nicht wahrgenommen. Der hat sich aber gut versteckt. Ich dachte, die Anzeige oben links hängt noch. Der hat sich aber einfach nur gut versteckt. Hab auch in den Rückspiegel geschaut, aber ich habe ihn nicht gesehen. Der hält aber auch gut mit, das gefällt mir gar nicht. Schnell wir die Linie finden. Gefunden. Zu viel Randstein. Gibt's heute wieder Konfetti-Regen. Es gibt erstmal eine neue schnellste Runde. Knapp schneller als Bottas. Aber immerhin der schnellste im Feld. Also komme ich den irgendwie näher da vorne. Wenn vielleicht auch nur minimal, aber immerhin. Wird wieder lila werden. Jetzt knabber ich immer mehr nach vorne an meinem Rhythmus.
gleich die Linie behalten. Gut. Bringt auch wieder etwas Zeit. Etwas weit links hier. Dürfte aber wieder lila werden. Okay. Ich sei ruhig. Ich bin ruhig. Ab sofort. In der Hinsicht. Aber auch noch vielleicht. Wieder zu viel. Das macht den Wagen unruhig. Ist nicht gut. Reicht aber. Da ist jemand drin gewesen, wie auf der 2. Wir waren gerade noch auf der 4. Rosberg jetzt vor uns auf den Weißen. Fahrer vor mir. Klingt alles doch echt gut. 2000. Super, dafür der Ausgang. Hinter uns ist kein Verstappen mehr, Haryanto jetzt. Fahrer hinter mir. Haryanto hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 7,8 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichenreifen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,25,1. Ganz schön langsam, 1,25,1. Ah, zweit. Rennstrategie. Wenn Rosberg diese Runde nicht reinkommt, dann sind wir erstmal nicht Erster, aber es zählt ja bloß das Endergebnis, nicht das Zwischenergebnis. Also durch die S's komme ich heute super. Auch der Schlusssektor geht doch. Habt ihr jetzt wunderbar gesehen, was passiert, wenn man da zu sehr drüber räubert? Okay, das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich. Oh, viel zu viel Sprit. Dabei habe ich das jetzt schon ausgereizt. Ist das nochmal ein lila Sektor? Die Inlap. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt. Ich komme diese Runde rein. Auch wenn ich noch schneller bin als mein Vordermann. Hülkenberg auf den Weißen, okay, hinter uns. Fahrer hinter mir. Der kommt vor uns raus, ist auf langsameren Reifen. Aber wir müssen halt auch beide dann durchfahren, ne? Und auf Distanz ist er dann etwas besser. Bin ja schon dabei. Position 2 von 19. Losfahren, losfahren.
der 3, auf der 4, da kommt noch was. Ja, da kommt noch was. Zieh! Ja, wir bleiben vorne. Also stand jetzt, wenn ich es nicht noch verbocke, schon mal mindestens auf der 5. Das ist ja super. Sainz hinter uns auf weißen Reifen. Fahrer hinter mir. Sainz hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 17,6 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1. Er kommt ja nicht mehr rein. Ausnahmsweise mal der 5. Geht mit frischen Reifen doch ganz gut. Fahrer vor mir. Button liegt vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 24,1. 24,1 ist gar nicht mal so schlecht, aber mit frischen Reifen sollten wir unsere Bestzeit nochmal bestätigen. Eigentlich untermalen. Keiner in der Box. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Treibstoffinfo. Etwa 15 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Wir fahren mit zu viel. Viel zu viel. Ich probiere es jetzt mal mit frischen Reifen. Wobei das hier echt nicht so toll ist. Ich kann ja mit dem Gas vorsichtiger agieren, aber dennoch auf Fett verbrennen. Geht hoffentlich schneller, als wenn ich da auf Standard fahre, rundenzeittechnisch gesehen. Abnutzenden Teilen bei F1 2017 kannst du nicht einfach mal mit ganz viel Benzin über ins Rennen gehen und dann nur auf Fett fahren. Das macht das Auto kaputt. Da heißt es dann wieder sparen, sparen, sparen. Neue Bestzeit. Minimal verbessert, da ist was drin gewesen. Bekommen wir erstmal nicht. Es ist Rosberg. Undercut gemacht und jetzt sehen wir gleich, wie viel wir... Ja, wir haben auf jeden Fall gewonnen, aber eigentlich zu wenig. Bin etwas näher gekommen als vor dem Stop, aber ist zu wenig. Er fährt auch auf den Gelben. Das Teil liegt ja immer noch von Massa. Ah, Rennstein. Bleibe ich dem 5. Gang in der Linkskurve wieder fern. Weiß noch gar nicht so genau warum, es passiert halt einfach unterbewusst. So, Rosberg ist schneller als sein Vordermann. Auf die Chance hat Mercedes lange gewartet, wieder endlich mal ganz vorne angreifen zu können. Mit Rosberg können sie es gerade. Mitbekommen. Neue Bestzeit. Letzter Sektor war deutlich besser. Jetzt greift er an. Wird Button folgen können? Wird er weiter Rosberg Zeit rauben können? Oder fährt Rosberg jetzt davon? Letzteres wäre ja kacke. Button hat jetzt erstmal kein DS. Jetzt wird er mich aufhalten. Dann fahre ich mal auf Standard. Oder hier in die Eisen geht. Ja, irgendwo muss ich ja meine Zeit gut machen, ne? Ist nicht gerade in der letzten Kurve. Hier sind wir zu langsam. Also vom Stadion nochmal ansetzen. Dann bleibe ich jetzt mal dran.
Boah, ich bin gerade zu weit weg. Ich fahre viel zu weitläufig. Nee, das wird nix. Dann auf der Geraden. Rosberg fährt zum Glück nicht meilenweit davon. Insofern passt das. Rosberg hat die 3, ne? Das Podium. Das soll meins sein. Ja, den Button bekomme ich. Nein, Rosberg. Versuchen wir mit DRS vorbeizukommen. Nee, geht auch ohne. Weiße Reifen. Na gut, haben wir ja schon vorhin erfragt und auch gesehen, als wir raus sind aus der Boxengasse. So, Rosberg, so geht das aber nicht hier. Erster Sektor gehört wieder uns, weil Windschatten gehabt. Macht aber auch ganz schön Dreck an der Stelle. Sind da vorne die Führenden? Das wär's ja. Ah, ich bekomme den Schwung mit. Angriff auf Rosberg. Was wird denn der jetzt auf der Geraden machen? Oh, oh. Ich komme zu weit nach außen. So, Rosberg, guck mal. Oh, der bekommt selbst zu tun. Der wird bei uns nicht großartig ansetzen. Vielleicht habt ihr schon geschaut, aber Fahrer vor mir. Ich noch nicht. Hülkenberg liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,1 Sekunden. Du hast einen Vorteil von 1,2 Sekunden pro Runde. Sie fahren mit alten Medien. Muss ich ran? Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,03. Wir hatten 15 Sekunden. Was? Wir hatten 15 Sekunden Vorsprung vorm Stop. Jetzt haben wir 4 Sekunden Rückstand. Kurve etwas verpasst. Sei es drum. Nicht 2000, gut. Dennoch zu nah dran, der Herr Rosberg. Button spielt ja auch noch hinter Rosberg mit. Was? Jetzt habe ich nicht zugehört. Hülkenberg direkt hinter Perez. Also wenn das da vorne einer zum Überrunden ist, dann gibt sich Hülkenberg mit dem aber sehr schwer. Also ist das Perez. Vielleicht überholen die sich mal, dann sehe ich das. Ja, sind beide vor Sinja. Oh Mann. Das wird nicht einfach werden. Zum Glück sind sie gerade zusammen. Das bisher beste Rennen auch schwer. Den Sieg vor Augen. Aber schwer zu bekommen. Genauso ist es nicht schlecht. Aber jetzt, wo ich vorhin bin, kann ich Upsa nicht mehr so schnell fahren. Auf jeden Fall kann ich keinen Vorsprung auf ihn herausfahren. Keinen nennenswerten. Und er ist ja auch gerade mit uns die schnellsten Runden gefahren. Jetzt aber so weit weg wie noch gar nicht an dieser Stelle. Fahrer vor mir. Gegen Ende des Stints werden Perez ja da. Die überholen sich gut. Hülkenberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 3,2
bei 2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 23,5. Da war ich auf jeden Fall schneller. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2. Ich sehe die jetzt auch besser als vor einer Runde. Wir jagen die Force India beim irgendwie Heimspiel. Perez Heimspiel ist es, aber irgendwie ist das Gefühl das Force India Heimspiel, finde ich. Mexiko hat sich einfach mit den letzten zwei und diese Saison hier einfach entwickelt, finde ich. Weil sie hier so verdammt gut sind. Wobei, heute haben sie keinen großen Vorsprung auf alle Verfolger, also auf die drei da, auf uns, auf Rosberg, auf Button. In der letzten Runde im Konfetti-Regen im Stadion. Angriff auf die 1. Nein. Ja, so oft wie ich heute auf Fett fahre, ich reiz das zwar nicht voll aus, aber allein schon das hier am Ende der Geraden, ich kann es verstehen. Die duellieren sich weiter, das ist super. Aber Rosberg geht mit, das ist nicht super. Es wird ein Fünfkampf um den Sieg, denn Button ist auch nicht weit weg von Rosberg. Jetzt komme ich aber gerade nur marginal näher. Fast nicht nennenswert. Rosberg ist mir gerade viel zu nah dran. Gegen Ende werden die Weißbereiften etwas besser sein als wir. Will ich auch hoffen. Und wer jetzt kommt noch ein Safety Car raus, denn dann war's das eigentlich. Mit dem Erfolg. Ich könnte nochmal rote Reifen holen, aber nee. Wenn es eine Runde 33 rauskommt, ist das Rennen praktisch vorbei. Ach man, Rosberg, geh weg. Oh nee, so gut war er hier noch nie dran. Soll das links probieren? Ja, jetzt will er nicht mehr. Hä? Vielleicht ist das eine Verwirrungstaktik und er fällt dann auf einmal auf die 1. Nee, in die Force India komme ich jetzt gar nicht mehr ran. Mist. Wie der mir am Getriebe klebt. An dieser Ecke. Das ist ja schlimm. Nee. Jetzt kann ich wieder den nötigen Abstand herausfahren am Ende der S's. Da will ich jetzt aufs Ganze gehen, aber das darf ich nicht machen. Das kostet viel zu viel. Ein Reifen. Hamilton jetzt erst über die Linie, das ist ja ganz weit hinten. Rosberg wieder mit einem Sicherheitsabstand hinter uns, das ist gut. Fahrer vor mir. Hülkenberg liegt vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,23,7. 16 langsamer als wir, aber ich komme einfach gar nicht näher. Was ist denn da los? Obwohl die sich duellieren. Ist doch blöd. Es sind halt nur noch 3 Runden. 2 weit gefahren. Fett oder gar nicht, sage ich mir jetzt. Auch wenn ich jetzt mehr Reifen verschleiße, weil ich zügiger hier rumfahre, ich muss es jetzt wissen.
Ah, Mist. Das macht mich anfällig für Rosberg. Du hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Da kommt er an. Bremst der wieder? Ja, der bremst. Was macht er denn da? Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Fahre ich eine für die KI so verwirrende Linie, dass die da bremsen? Gut, ist nicht neu, dass die da bremsen auf einer Geraden. In diesem Spiel aber komisch. Ey, die duellieren sich da vorne und ich kann da nicht ernsthaft angreifen. Das wurmt mich gerade sehr. Man stelle sich mal vor, die hätten jeweils freie Fahrt. Die fahren halt auf weißen Reifen. Gut, ich bin dadurch zu Stintbeginn rangekommen an die. Aber die gleichen sich halt mehr und mehr aus, die Reifen, beziehungsweise wir haben da einen kleinen Nachteil. Weil die Reifen über die Distanz konstanter sind. Meine bauen gegen Ende eher mal ein Stück mehr ab, weil sie einfach weicher sind. So, letzte Runde, ich krieg die nicht. Wenn die sich jetzt nicht irgendwie noch verkeilen, dann heißt es eher Platz 3 sichern. Na, ich kann mir sicher sein, Rosberg bremst und Button ist hinten dran. Ne, schaut mal, eher bekommt Rosberg da mit Button zu tun. Dann gehe ich jetzt ein klein wenig auf Ergebnissicherung hier hinten, Decker, und gehe auf Standard. Schade. Auch mit 10 Runden hätte ich es nicht gegen die beiden gepackt. Ich fahre ja schon seit 5-6 Runden in der Position und komme einfach nicht näher. Aber das, ich meine, bisher beste Rennen, Konfetti-Regen, Perez aber nur auf der 2. Das beste Rennen bisher auch schwer. Ich hab's doch auf die 3 geschafft, das ist super. Hülkenberg fährt uns leider mit dem Rennsieg davon. In Sachen Punkte. Danke für deine harte Arbeit da draußen. Das war ein starkes Rennen und ein tolles Finish. Gut gemacht. Ich hatte das Privileg, über die Jahre eine Vielzahl großartiger Sportveranstaltungen miterleben zu dürfen. Das ist eine weitere für diese glanzvolle Liste. Das ist der größte Traum eines jeden Rennfahrers. Wir haben einen neuen Formel-1-Rennen. Force India hat heute einen großartigen Sieg gefahren. Stefan, was hat hier wohl den Unterschied ausgemacht? Heute war er einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Vor der Safety-Car-Phase haben wir ein komplett anderes Rennen gesehen. Aber er konnte es wirklich ausnutzen, dass sich das ganze Feld zusammengezogen hat. Es ist an der Zeit, den Top-Fahrern die Pokale für den heutigen Grand Prix zu überreichen. Im Fahrerlager sind eine Menge Leute sehr glücklich mit diesem Resultat. Force India steht heute ganz oben. Glückwunsch an Perez, beim Heimspiel Weltmeister geworden. Sehen wir uns an, wie die Fahrerwertung nach dieser Runde der Weltmeisterschaft aussieht. Heute krönen wir auch einen neuen Weltmeister, da ihm die Führung nicht mehr zu nehmen sein wird. Was für ein großartiges Jahr für die Formel 1. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Der Fahrer des Tages ist heute für mich Rio Haryanto. Er hat einfach nicht aufgegeben und wirklich eine fantastische Leistung abgeliefert. Es war heute wirklich eine Freude, ihm zuzusehen. Das Rennen um den Konstrukteurstitel mag schon entschieden sein, aber mit diesem Ergebnis sichert sich Force India den Titel und Siegeslorbeeren. Ihre Tage als kleiner Fisch im großen Formel-1-Teich sind längst Vergangenheit.
Inzwischen zählen sie zu den Großen dieses Sports. Sie muss man jetzt immer auf dem Schirm haben. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Es passt ja auch irgendwie ein wenig ins Bild. Force India von ganz, ganz hinten in echt bis auf die 4 gefahren und hier im Spiel wieder Weltmeister geworden. Mann, so knapp dran. Wo habe ich die Zeit liegen gelassen? Noch am ehesten, als ich den ersten Neustart verratzt habe? Könnte man meinen, aber ich hätte heute nicht viel besser machen können im Sinne von, ja, Wurzelzeit finden, auf jeder Runde, klar, aber das war schon, glaube ich, in etwa das Maximum, was möglich war. Der einzige 3-Stopper unter den ersten 12 und das auf der 3. Und Magnussen hat auch einen Punkt geholt. Kleinvieh, aber schön. Hülkenberg von der 1 auf die 1. Perez zu Hause Weltmeister geworden. Das ist bestimmt richtig toll. Auf der 2, dann wir auf der 3. Rosberg auf der 4. Drei Deutsche unter den ersten 4 und einer hat gewonnen. Button erstmal auf der 5, Entschuldigung. Verstappen auf der 6, Carlos Sainz auf der 7, auch super, wieder wichtige Punkte für Toro Rosso. Damit dürften die dann vor Sauber landen. Also die ticken nochmal aus. Haryanto auf der 8, 10 Plätze nach vorne. Gutierrez beim Heimspiel 2 Punkte, Magnussen von der 13 auf die 10. Ja, ist auf unseren Startplatz gehuscht im Rennen. Räikkönen von der 20 auf die 11, auch super, aber leider der erste Platz ohne Punkte. Dann kommt Ericsson, der nächste 3-Stopper. Ja, gibt's denn einen? Grosjean auf der 13, dann Kwiat auf der 14. Auf der 15 Bottas, der nächste 3-Stopper. Auf der 15. Wer dann auf der 16? Lasse auf der 17. Hamilton auf der 18. Auch 3-Stopper, allerdings glaube ich da eher an den Zwischenfall. Vettel auch 3-Stops auf der 19. Na, vielleicht mit dem ein oder anderen Ausfall bzw. Safety-Phase. Da könnte er mitgespielt haben. Ricciardo ist ausgeschieden, Alonso ist ausgeschieden und Felipe Massa. Was gab's denn? Erstmal Reifen gucken. Wir und Rosberg auf den gelben, ansonsten Magnussen. Und der Rest auf weißen, ne, nicht ganz. Auch Bottas. Hamilton sogar auf den roten. Ja, okay. Da ist irgendwas anderes dazwischen gekommen. Stop and go bei Kwiat, Runde 1. Totalschaden bei Massa. Ja, den haben wir da stehen sehen. Kwiat, Haryanto, Massa, Kimi, Haryanto, Hamilton. Runde 5. Runde 10, Motorschaden bei Alonso. Und Unfall, Danny Ricciardo, Runde 16. Da sind wir vorbeigebraust. Meine ich. Ansonsten keine Strafe. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Sergio Perez, der die Konkurrenz noch weiter hinter sich lässt. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Ja, heute kann das nur Rio Haryanto sein. Heute ist er für mich in einer anderen Liga gefahren. Wirklich beeindruckend. Die Konstrukteursrangliste steht zwar vielleicht schon fest, aber werfen wir noch einmal einen Blick darauf. Force India hat seine Führung in der WM ausgebaut. In der Zwischenzeit kann Toro Rosso mit einem starken Wochenende weiteren Boden in der Rangliste gut machen. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind. Perez ist schon Weltmeister, das wissen wir. Und wir haben 25 Punkte Rückstand auf Hülkenberg, 25 Punkte bei noch 50 zu vergeben. Und ja, wo soll ich denn das hernehmen? Zumal Brasilien, ich glaube, noch mal ein Ticken schwieriger wird als heute. Nach der Steigerung von Austin zu heute. Und dann Abu Dhabi halt sowieso. Kann ich mir eigentlich abschminken, außer Hülkenberg scheidet nochmal aus und ich mich richtig reinhaue, dann könnte es noch was werden. Alonso, das wird wohl nix gegen uns. Und weiter hinten, punktgleich hat Ricciardo Bottas immer noch. Carlos Sainz ist nach vorne. Könnte vielleicht noch Haryanto bekommen. Und hier weiter nix. Magnussen wird womöglich auf dem letzten Platz bleiben. 5 Punkte in der Gutierrez. Bei den Konstrukteuren sollten wir vor Mercedes sicher sein, nehme ich mal an. Ferrari, ja, vielleicht. Werden wir einfach sehen. Toro Rosso und Sauber, Punktgleichheit. Das nächste Rennen ist in Brasilien. Das wäre doch die Gelegenheit von Nasser, seinem Team wieder was Gutes zu tun. Den Start, den habe ich gut hinbekommen. Der ist mir geglückt. Der bei Ericsson, war nicht so dufte. Und dann Fehler, den er gemacht hat.
Er hat sich keinen Windschatten gesucht, das habe ich gemacht und er hätte sich einfach mein suchen müssen. Sein Glück, von hinten kam keiner ernsthaft daran, der ihm die Position streitig machen wollte. Insofern hat er eigentlich gar nichts falsch gemacht, aber man hätte es besser machen können. Cover 1, da stellt sich ein McLaren quer, das ist Jenson Button, wir sehen es gleich nochmal aus der Totalen. Da war wieder Cover 1, die meisten wollen nun mal in den kürzeren Weg gehen und da war für Button einfach zu. Er wird wieder stehen geblieben, gar nicht so verkehrt, besser als irgendjemanden drauf donnern. Aber jetzt kommt's. Williams, das Duell, Massa setzt an, da ist kein Platz, er verkeilt sich da und dann wird drauf gedonnert. Das ist dann wieder ziemlich KI Strohnsdorf, in dem Fall schon. Es war Felipe Nasser, wir sehen es hier wieder, zu viert, in der Runde 5 zu viert, in einer engeren Kurve. Ich finde es gut, dass die solche Fehler machen, dass sie da zu viert ranfahren, aber das Blöde ist halt einfach, dass dann jemand einfach sturgerade auf die Vorderachse fährt, das ist einfach so blöd. Motorschaden bei Fernando Alonso vor seinem Teamkollegen, Rennen gelaufen, kann Magnussen aus Austin ein Lied von singen und dann Danny Ricciardo, da sind wir gerade vorbeigefahren, da vorne ein Mercedes, Lewis Hamilton und geht ganz schön heiß her. Wilde Kuschelei von Danny Ricciardo mit Sebastian Vettel, aber was ist da passiert? Wir sehen es hier nochmal, wie es denn da aushebelt und dann komische Kollisionsabfrage zwischen Vettel und Danny Ricciardo. Hier aus der Sicht von Harianto sieht man das noch besser. Kurze Frage, wo ist eigentlich Halo? Aber Sebastian Vettel, da? Es sieht toll aus, sieht sehr spektakulär aus. Das Blöde ist halt, wie das wieder vorangegangen ist. Die Aktion, da Hamilton mit dem anderen Haas, das sehen wir gleich nochmal, in dem Fall Gutierrez. Das war wieder weniger gut, hier sehen wir es. Der schiebt den nämlich wieder an, will den querstellen. Ja, und dann diese Sture zurückfahren. Gut, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal gemacht. Aber auch dann wieder rückwärts fahren. Bums an die Mauer. Hätte das Heck kaputt gehen können. Aber nicht bei den stabilen Dingern hier bei Codemasters. Was für ein Rennen. Was für ein tolles Rennen. Ich glaube, genau diesen Wortlaut hatte ich schon irgendwo mal, aber das war toll. Dieser Startplatz 10, letztendlich Endplatzierung 3. Das hat richtig Laune gemacht, dann die erste Safety-Car-Phase erstmal gar nicht genutzt, dann gegen Ende doch reingefahren, ich finde optimal, das habe ich schon gehofft, mit meiner Herangehensweise da reinzufahren, das war mein Gedanke, hoffentlich geht das gut oder das war einfach, ja, mein Gedanke, das wird schon werden, ich habe mir was bei gedacht und dann in der zweiten Safety-Car-Phase, gut, das war etwas einfacher als zuvor, aber hat uns einfach wirklich genau in den Kram gepasst. Dass ich die beiden Force India nicht bekommen habe, ist schade. Jetzt war ich keine 4 Sekunden hinter dem ersten, aber das ist ein Rennen, was ich auch schwer schön fand. Ich bin nicht vorne weggefahren, habe da einsam meine Runden gedreht. Ich war im Feld, hatte den Sieg vor Augen, habe ihn hier leider nicht bekommen, aber ich musste alles geben und bin so weit an mein Limit gegangen. Das hat wieder Spaß gemacht. Und dabei ist auch eine tolle Platzierung bei rausgesprungen. Das fand ich sehr schön. Mal ganz nebenbei nochmal angemerkt, Button hatte da in der ersten Runde die Kollision und ist dann auch vor uns gewesen, nachdem wir unseren Stop hatten und ist dann mit uns ganz nach vorne gefahren. Wir von ganz hinten auf die 3 und Button von fast ganz hinten auf die 5. Das sind mal Aufholjagden gewesen nach dem Start. Tja, und jetzt kommt Brasilien. Was macht denn das Wetter? Was machen wir eigentlich? Also ich sollte eigentlich auf Experte vor meinem Teamkollegen liegen, weil die KI in Brasilien ist nicht die hellste. Puh, wir werden es einfach wieder mal sehen. Ich bin gespannt auf ein hoffentlich tolles Rennen und bis dahin macht's gut und ciao, tschüss.